Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir waren in der Kokari-Wildnis unterwegs, um Blut und so zu holen. Das ist jetzt schon seit Anfang letzten Part. Ne, vorletzten Part. Wir sind schon einige Zeit hier. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir haben ja jetzt Bigbys Schatz da gefunden, diese Schatulle, die wir seiner Frau Jetta bringen werden. Und hier wird gespeichert, das heißt selten was Gutes. Da hinten sehen wir einen Genlock-Gesandten. Bei dem wir hier jetzt erst einmal anfangs noch eine... Also ich kann mich noch an diese Stelle sehr gut erinnern, weil... Hui, bin ich da oft gestorben. Wir gehen erstmal ein bisschen zurück. Ein paar Gegner hier hinlocken. Okay, das hat nicht so... Hat nicht so dolle geklappt. Mann, ich sehe jetzt gar nicht, wann ich volles Leben habe. Ihr seht das natürlich hier oben links. Ich nicht, weil genau dort der... Frames-Zähler ist. So, genau, jetzt hier. Ich habe vergessen, ich bin nicht nah genug dran gegangen. Weil ich will nämlich da ein paar Genlocks, die dort sind, wegziehen. Nämlich da vorne diese Genlock-Schurken. Die will ich zu uns ziehen. Damit wir diese in Ruhe erledigen können, damit uns der Gesandte nicht die ganze Zeit dort angreift. Und dann quasi die ganze Zeit unnütz Schaden an uns macht. Oder nicht unnütz, sondern unfairerweise. Unfairerweise passt auch nicht. Damit er nicht die ganze Zeit Schaden an uns macht, sagen wir es so. So, und jetzt wieder hier pausieren, damit ich allen... Kann ich eigentlich irgendwie... Ich sollte mal irgendwie gucken, dass ich da die Option Standby... Oh, ich könnte ja hier frei bewegen und... So... Position halten. Oh. Gut, dass man mir das mal vorher sagt. Das wäre natürlich alles weitaus praktischer gewesen. So, jetzt warten wir hier und regenerieren ein bisschen. Ja, gut. Ich glaube, wir sind jetzt alle regeneriert. Ich bin sogar fast Level up. Habe ich eigentlich noch mehr als das, als die einen Wundumschläge? Ja, gut, die ziehe ich mir alle mal hier rein. Denn, wie wir wissen, der... Ups, ja. Aber selbstverständlich. Nächste Kampf wird relativ hart. So, dafür benutze ich erstmal eine Strategie. Irgendwen, den ich nicht mag. Jory oder Devith. Ich mag Devith nicht. Wobei, Devith benutzt Verstohlenheit. Und, okay, ihr beiden bleibt erst einmal hier Position halten. Wir gehen hier ein bisschen taktisch vor. So, du rennst da jetzt rein. Oh nein, 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 du rennst da nicht rein. Du hältst auch hier die Position. Was? Können Sie mich nicht sehen? Können Sie mich auch nicht töten? Ich werde hier erst einmal mit der Verstohlenheit ein bisschen... die Gegend auskundschaften. Oh, wir wurden entdeckt. Okay, ich schicke dich vor. Weil ich weiß nämlich noch sehr gut, dass der so einen nervigen... Okay, ich sag, erstmal muss ich jetzt allen hier sagen wieder. Position halten weg. Oh, achso, das gilt sowieso für alle. Und nicht für die Einzelnen. Weil ich weiß nicht, der hat so einen nervigen Flächenangriff. Der hat so einen nervigen Feuerzauber, der quasi Flächenangriff ist. Und... Devith hat eine Falle ausgelöst. So, gucken wir mal, dass wir die Genlocks schaffen. Und die Hurlocks, weil der Kampf hier ist wirklich sehr hart. Das kann ich euch sagen. Vor allem auch genau wegen sowas. Ich muss mal meinen Heilungsschlag benutzen. Mein Wundenschlag. So, noch Alistair haben wir. Wow, dann pausiere ich mal kurz das Spiel. Alistair darf auch einen schwachen Rundumschlag benutzen. Ja, erst einmal, glaube ich, erledige ich hier den Bogenschützen. Während Alistair schon mal auf den Gesandten da einprügelt. Alistair... Alter, habe ich gut pausiert. Das sieht ja aus. So, auch mal einen Wundumschlag benutzt, um sich zu heilen.
während wir hier den Bogenschützen hoffentlich ein für alle Mal langsam erledigen. Los, mach mal hin, Prime. Sei kein Elf. So, gut gemacht, Alistair. Und wir sind aus dem Kampf raus, deswegen sind natürlich die anderen wieder belebt. Und dann kriegen ein paar Wundumschläge. Was schon mal sehr gut für uns ist. Auszüge aus der örtlichen Mythen und Beutel mit Asche. Eine Prise Asche. Questbezogen. Okay. Die Kokari-Wildnis ist voller Mythen und Legenden. Die Scholaren, die seit dem Fall von Ostagar vor langer Zeit erstaunt und verwirrt haben. Ein... Ach so, Skolaren, nicht Scholaren. Hahaha. Ein solches Geheimnis verbirgt sich hinter der Geschichte von Astia und Nebuna, zwei jungen Liebenden aus Ostagar. Der Legende zufolge wuchs Astia in der Gesellschaft von Gazareth auf, einem Erdgeist, der an einem Überhang, an einem Seeufer in der Kokari-Wildnis gebunden war. Gazareth fand Gefallen an ihr und sie verbrachten viel Zeit miteinander, voller Gespräche und Fröhlichkeit. Mit den Jahren jedoch wurde Astia zur Frau und suchte die Gesellschaft von Männern. Als Astia Nebuna kennenlernte, verliebten sich die beiden sofort ineinander und Astia wollte den Geliebten ihrem Geisterfreund vorstellen. Aber der Geist wurde wütend und eifersüchtig und wies sie fort. Gazareth sagte, sie würde ihn erst wiedersehen, wenn sie die Asche ihres Liebhabers über ihrem gemeinsamen Platz verstreuen würde. Astia erschrak zu Tode und floh vor den erzürnten Geist. Aber eines Tages begann sie, Gazareth zu vermissen, und als Nebuna schließlich um ihre Hand anhielt, durchschnitt sie seine Kehle, verbrannte ihn und brachte seine Asche zu Gazareth. In dem Bewusstsein, dass die Heirat ihr Band zu dem geschätzten Geisterfreund auf ewig durchtrennt hätte. Unter den Chazind geht die Legende, dass Gazareth noch immer an jenem See herumspukt und dass man mit ihm Kontakt aufnehmen kann, wenn man die Asche des Verstorbenen am richtigen Ort verstreut. In Erinnerung an die Abmachung mit seiner geliebten Astia wird Gazareth dann einen Wunsch erfüllen und für immer verschwinden. Folgendes ist unten auf die Seite gekritzelt. Markus, ich glaube, dass das wahr ist. Wenn du die Asche, die ich dir gab, über einen Steinhaufen an einem Überhang verstreust, von dem aus man die halb versunkene Tevinter-Kuppel sehen kann, dann erscheint Gazareth vielleicht und erfüllt dir einen Wunsch. Wenn die Schlacht dich dorthin führt, ist es bestimmt ein Versuch wert. Ja, leider hat er nicht so überlebt. Aber diese Kuppel haben wir ja schon gesehen. Ich überlege gerade, wo wir entlang gehen. Ich glaube, dann weiter hier entlang. Weil da ist die Kuppel. Das heißt, hier irgendwo muss ein Überhang sein. Da oben sieht es aus wie so ein Stein. Da sind solche Steine. Der Steinhaufen. Ja. Genau da. Machen wir das mal. Wie ihr wünscht. Noch mehr Asche über die Steine, über den Steinhaufen streuen. Das habe ich damals nicht mal gemacht. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Oh, ja. Oder doch, ich hab's gemacht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Doch, ich hab's gemacht. Das ruft den Bus, diesen Boss hier. Wow, geh mal aus dem Kampf raus. Okay, das war's. Vielleicht sollte ich bei ihm auch mal diese Aura anmachen, wie bei mir. Ich sehe schon, die anderen werden nachher sehr verkrüppelt sein. Aber irgendwie kann man da auch am Anfang relativ wenig gegen machen. Für mich jedenfalls, weil meine taktischen Möglichkeiten sind so sehr begrenzt, dass ich ihn so nur angreifen kann. Out. Ich werde ja nicht für jedes Wehwehchen, das die haben, jetzt eine, einmal Wundschlag nehmen. Vor allem für irgendwelche Typen, die ich sowieso nicht mag. Kettenrüstung. Oh, naja, aber die erhöht nicht meine Geschicklichkeit. Ich sollte aber mal trotzdem gucken, was ich so habe. Also für mich. Nee, das ist alles irgendwie besser. Das kann ich noch nicht tragen. Nee. Nee, 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 nee. Nee, das wird leider nix. In Ordnung. Sonst noch was? Ja, der hat irgendwelche Stiefel. Sonst aber nix. Okay, doch, dann habe ich das damals. Ich habe bloß damals... Wow. Nochmal speichern. Das finde ich nicht schön. Jetzt erinnere ich mich nämlich irgendwie noch kaum daran insgesamt. Es ist schon lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe es mir damals... Gerade hatte ich neues Steam. Da hatte ich noch meinen alten PC. Das heißt schon mindestens... Ja doch, es ist so 2 Jahre her. Genau, da war ich wieder mehr beim PC-Gaming.
Hier sind eindeutig Genlocks. Oh nein! Die habe ich ja nicht vorher gehört. Ja genau, da hatte ich noch meinen alten PC, den Melanie damals verwendet. Da war ich natürlich schon froh, dass ein so grafisches Spiel überhaupt bei mir funktioniert. Ich bin Level up. Nur was mich damals aufgeregt hat, ich konnte DLCs nicht spielen, wegen wegen diesem DLC-Schutz, den die da drin haben, aber gut. Muss ich leider mit leben. Seid gegrüßt. Es ist schön, dass wir endlich die Gelegenheit bekommen, uns zu unterhalten. Nee. Machen wir uns auf den Gewiss. Weg. Ich mag dich nämlich irgendwie gar nicht. Aber selbstverständlich. Wirklich. Ich gar nicht. Von vorne bis hinten nicht. Das klang irgendwie pervers. Oh ja, genau. Ich muss jetzt hier oben drücken für einen Stufenaufstieg. Ich gehe vor allem... ich mache sehr viel in Stärke diesmal. Und neue Fähigkeiten. Bedrohen. Nee. Zerschmetternde Treffer. Nee, wir lernen mächtiger Schlag. Bada boom. Seid ihr auch Level up? Nee. Okay. Weiter. Na gut, wir wissen schon mal, da ist nix. Mal gucken, was hier so ist. Außer ein bisschen Moos und sonst so ein Zeug. Und eine Statue. Ja. Die ist verdammt hässlich. Warum habt ihr die aufgestellt? Ihr merkt ja auch, ich gucke hier auch manchmal so ein bisschen nach Blumen, weil ich ja später, jetzt schon, ich kann auf jeden Fall den Alchemieberuf ergreifen. Da hinten sind, und dann kann ich die natürlich auch benutzen. So, hier müssen wir dann wahrscheinlich ja an die... Moment, nee. Alle Rückzug. Alle Rückzug. Ganz genau. Weil ich sehe, da ist einer mit Bogenschützen. Und die Bogenschützen rennen einem eigentlich immer recht sehr, recht nah hinterher. Oder recht weit hinterher, nicht recht nah. Ja, zu dir sollte ich mal eben wechseln. Du rennst jetzt auch mal da hinten hin. Gucken wir, folgt er uns? Ja, der folgt uns. Weil dann habe ich nicht so viele Gegner am Hals. Das ist ja so am Anfang so, das waren Taktiken, was wir hier benutzen können. Erstmal hier Position halten. Ja, doch, der ist schon weit genug raus. Weil so mehr Taktiken haben wir eigentlich noch nicht, dass wir irgendwie großartig den Gegner anders stellen können oder so. Oder im richtigen Moment abbrechen oder die richtigen Fähigkeiten benutzen können. Oder vielleicht doch, dann müssen wir mich mit den Fähigkeiten von Charakteren auseinandersetzen. Die ich... Ja, so viel sei gesagt. Die beiden werden wir nicht sehr lange bei uns haben. So, da hinten sehen wir noch einige weitere Hurlocks und Genlocks. Also noch mehr dunkle Brut. Aber der Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir das erst im nächsten Part machen werden. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.